Wir listen das ja alle nur. Drohung ist ja wie die schlechteste Erziehungsmethode. Aber ich meine, den Klassiker nehme ich jeden Tag eines für. Also, hey, wenn jetzt nicht, dann aber am Samstag kein Fernsehen schauen oder so irgendetwas. Reden wir über Kindererziehung. Wann nerven dich andere Kinder? Wenn es einfach so dumme Kinder sind. Es gibt manchmal so dumme Kinder. Ja, sehr oft. Ich muss sagen, es ist so wie bei den Föhrern. Nur die eigenen kann man schmecken. Dann gibt es so Kinder, die einfach ständig am Essen sind und am Umlaufen dabei. Ich kann nicht sagen, sie sind einfach so nervig. Also es gibt einfach so, ich habe meinem Sohn letztes Mal gesagt, ich will nicht, dass du so ein dummes Kind wirst. Also nein, ich habe es nicht so gesagt, keine Angst. Ich habe dir noch die Kiste am Hals. Nein, wenn das Kind einfach ständig etwas im Mund hat und noch rumrennt und die ganze Zeit fühlst, ah, jetzt verschluckt es sich gerade und versteckt. Und also dann merke ich, dann werde ich auch so ein bisschen nervös selber. Das macht mich einfach unnervös. Und ich, bei uns haben wir einfach wie so die Regeln, hey, beim Essen du schnell herhocken. Was ich zum Beispiel als Kind schon nicht gerne hatte, und das habe ich jetzt auch nicht so gerne, es gibt Kinder, die immer so zeugeln. Also immer so ein bisschen immer so ein bisschen auf der plagenden Seite. Das habe ich gar nicht gerne. Gerade zum Beispiel, wenn man im Tram sitzt und ein Kind schreit los, hätte ich mich genervt. Und jetzt finde ich so, hey, als Mutter findet man es selber so unangenehm. Darum tut mir die immer dann ein bisschen leid. Bloß ein Mitgefühl als Nerven. Welche anderen Eltern nerven dich? Ich glaube, so ein bisschen die... wir sind die perfekte Familie, mein perfekte Kind. Mein Kind kann alles. Und es geht Montag in die Gitarrenstunde, am Dienstag zuerst ins Karate, nachher noch ins Tennis. Ah, Helikoptereltern, oder die, jetzt gibt es neue, die Baggereltern, oder die, die alles in den Kindern wegtun. Und dass sie auch nie runterfallen, dass sie auch nie den Kopf anschlägt und das Sachen. Und ich denke, ich habe das Gefühl, das muss das Kind selber checken, weil das schlägt einst den Kopf an und wenn es ein gescheites Kind ist, macht es nicht mehr. Und am Mittwoch den ganzen Nachmittag hat es Schachunterricht und am Donnerstag habe ich Gitarre gesagt, das ist einfach Klavier am Donnerstag. Also unser Ältester spielt jetzt spielt Fußball, shootet. Und das ist also schon noch das Next Level, was hier abgeht mit den anderen Eltern. Das ist also noch heftig. Und da habe ich also wirklich gedacht, dass ich traue meine Augen und Ohren nicht, was da so abgeht. Also die einfach die Kinder so pushen. Und ja, macht sie ja so gern. Aber das ist eigentlich ist so Antrieb von den Eltern. Und das finde ich so ein bisschen anstrengend. Wir haben drei Buben. Da geht also einiges. Und in der Tendenz gibt es eher, sage ich mal so, Mütter von Mädchen, die dann manchmal den Umgang nicht so können, wie dann so Buben sind. Und die finden dann einfach, wir haben so eine richtige Rasselbande. Caroline, hast du noch etwas? Die immer die schönsten 9-Böckchen haben. Das sind als Mutter, dann machst du immer so ein bisschen, was die anderen so dabei? Und dann dachte ich, oh mein Gott, noch so geschnitzte Äpfelstückchen, wo noch so Figuren, so Mickey-Maus-Figuren geschnitzte Äpfel und so Zeug. Dann denke ich so, es ist jetzt gerade gut, hat mein Sohn sein Turnzeug heute dabei. Und wenn jemand handgrifflich wird? Es ist schon, meine, momentan ist es so sehr, sehr gewaltbefreit, was auch gut ist. Wenn du dann nicht miteinander schlägst, wenn du dann nicht schlägst und so, das ist alles gut. Aber wenn du halt ein Kind hast und vielleicht hast du einen Bub, der ein bisschen wild ist und halt gerne mal reinschlägt, ohne Grund. Wenn du auf dem Spielplatz im Sandkasten hockst und deiner ist am Spielen und dann so der andere geht auf deinen Kleinen los, du hast halt Eltern, die dich vielleicht böse anschauen und du kannst es einfach auch nicht dafür, dass das Kind einfach halt schüpft. Dass halt gerade der Deutschbahn-Vortrag war und das Kind hat abgegeben. Und der Vater vom anderen sitzt neben dir mit dem Handy vor dem Gesicht und schaut dich nur schnell an und sagt, ja, weißt du, sie müssen es austragen. Weißt du, das muss halt einfach auch mal. Du findest so. Wenn du nichts dafür kannst, was willst du denn? Und dann nervt man halt so, denke ich, hey, ich tue dich auch nicht für das verurteilen, was dein Kind macht. Also zu einem gewissen Maß, weil es ist einfach so kleine Kinder, die checken das einfach gar nicht. Oftmals sind Eltern mit unglaublich tollen und kreativen Entschuldigungen einfach sehr faul. Aber auch dort ist es immer so ein bisschen, hey, chills. Nicht aufregen, du weißt nicht, was die für eine Nacht hatten, du weißt nicht, was die für einen Morgen hatten, du weißt nicht, was für eine Phase das Kind drin ist. Bist du schon mal für deinen Erziehungsstil kritisiert worden? Also ja, jeden Tag, von meiner Frau.
Ja, gerade letzte. Mein Sohn hat ein Weckli in der Hand gehabt und dann hat ein Vater zu mir gesagt vor der Kita, sein Sohn esse aber kein Weckli mehr, sondern jetzt nur noch die gesunden Sachen. Und da habe ich gedacht, okay. Aber der Kleine hat glaub, ein bisschen gebrüllt oder irgendetwas. Und dann ist tatsächlich eine Frau, eine ältere Frau zu mir gekommen und gesagt, ja, jetzt schauen Sie einst zu dem Kind quasi. Das arme Kind muss brüllen. Und dabei, also, da bin ich recht hässig geworden, habe ich also gesagt. Ich habe gesagt, sie soll abfahren. Lustigerweise nicht ich, sondern meine Frau wird immer kritisiert. Und das fällt mir auf, da höre ich von vielen Vätern. Denen sagt man eigentlich nichts. Weil es vielfach Frauen sind, die kritisiert und ich glaube, lieber andere Frauen kritisieren. In dem Sinne so, ich habe es auch geschafft, dann kannst du auch schaffen, dass das Kind jetzt im Bus nicht brüllt. Es gibt ja zum Teil so Leute in der Stadt oder bist irgendwie im Marriage-Stand am Anstehen und er hat das Gefühl, sie müssen mein Kind erziehen. Dann denkt man irgendwie so, hey, es ist im Fall okay. Vor allem nicht von Leuten, die du nicht kennst. Innerhalb der Familie kann es manchmal auch heikel sein, aber noch eher oder so Freunde. Aber so, find ich so ein bisschen, braucht es nicht. Und ich würde es gar nicht vertragen. Ich würde mich ziemlich gleich kritisieren, weil man gibt als Eltern, glaube einfach das Beste, was man kann und das ist es. Und was dann halt ist, dann, ja. Es gibt halt einfach... Kinder sind sehr unberechenbar. Das ist einfach so. Wie zeigst du deinen Kindern Grenzen auf? Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, indem dass es Sack einfach erklärst, wieso jetzt das nicht gut war. Und nicht einfach anlärmen. Ich finde grundsätzlich, so nach neuester Pädagogik sagt man eigentlich, Strafung und Belohnung. Bestrafung und Belohnung nützt eh nichts. Eigentlich immer gleich. Also sie müssen dann ins Zimmer. Die Tür zu und beruhigst dich, kommst du runter, denkst du darüber nach, was jetzt war. Und dann reden wir noch mal darüber. Und das ist ja nicht in dem Sinne eine Drohung, sondern es ist einfach ganz klar aufzuzeigen, schau, du hast die Wahl. Und mit solchen, das funktioniert mega gut bei ihm. Ich bestrafe ihn gar nicht. Er hat bis jetzt, er weiss es ja nicht besser. Also, es gibt jetzt nichts, was er irgendwie macht, und ich denke, das macht er mit Absicht. Ach, also, mein Sohn ist ja 2, oder? Also, der bestraft, das nützt, glaube ich, noch nicht sehr, sehr viel. Ich glaube, mein Kind checkt es einfach noch nicht, was Bestrafungen und was nicht sind. Ich probiere auf seine Position zu gehen und sage ihm das, dass es nicht gut ist. Und wenn es dann weitergeht, dann laufe ich weg. Dass er merkt, dass es nicht gut ist, aber zuerst ihm sagen, dass es nicht gut ist. Meistens sage ich einfach so, wenn sie etwas nicht so ins Maul nehmen, mache ich einfach so, bäh. Also meine einzige Bestrafung ist bäh. Welche Werte sind dir wichtig für deine Kinder? Sehr wichtig ist mir Respekt. Also Respekt den Menschen, den Tieren, der Natur gegenüber. Ehrlichkeit ist mir wichtig. Dass man freundlich ist. Für uns ist das Wichtigste die Nestwärme, dass sie wirklich sich mega geborgen fühlen. Es ist mega wichtig, um nicht wertend zu sein. Ich glaube, das ist das, was ich so ein bisschen versuche, vorleben, so ein bisschen alles zuzulassen. Jeder ist anders. Und dass auch das darf mitbekommen, dass es einfach okay ist. Jeder ist anders. Das macht unsere Welt auch bunt und macht sie auch aus. Und dass man nett ist, dass man irgendwie zueinander schaut. Ja, wir versuchen irgendwie auch, dass sie sich entfalten können, dass sie nicht müssen. Ich meine, irgendwo hat jeder seine Stärken und dass sie das auch trauen, irgendwie auszuleben. Das ist uns eigentlich extrem wichtig. Ja, und eben nicht schlafen. Du willst noch mehr Talk About? Dann abonniere jetzt den Kanal. Wer macht das Schlusswort zu der Kindererziehung? Das Kind haben ist ein grosser Aufwand. Man braucht Zeit. Die Zeit muss man sich einplanen. Und auch wenn es nicht allen möglich ist, was ich auch verstehe, aber versucht so viel Zeit wie nur irgendwie möglich mit euren Kindern zu verbringen und erziehen sie selber und geben die Erziehung nicht irgendwo ab.